Entschuldigung, was machst du hier? Ich wurde herbestellt für so ein Videodreh. Ein Videodreh? Für den Fluter-Workshop? Ja, da mache ich mit. Ich auch. Hi, ich bin Valentin. Ich bin Kea. Wir sollen da in dem Video ja die Bewerber vorstellen. Ja, dann lass uns das doch einfach zusammen machen. Okay. Dann fange ich mal an. Also, ich bin Kea. Und wenn ihr sehen wollt, womit ich mich beworben habe, dann könnt ihr das jetzt tun. Boah, echt coole Bilder. Also ich fand es ziemlich schwer, sich was Abgedrehtes für die Fluter-Redaktion auszudenken. Deswegen habe ich ein Musikvideo gedreht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch es jetzt angucken. Also meine Lieblingsszene ist ja die hier. Kannst du das ab jetzt bitte in jedem unserer Videos machen? Okay, das ist nämlich eine meiner Spezialitäten. Ja, und ich habe die heißen Infos, wer noch mit dabei ist. Meine männlichen Unterstützer sind CF und Philipp. Astreines Team, würde ich mal sagen. Ja, aber du kennst ja die Mädels noch nicht. Die Infos über Lea und Luisa sind nämlich bei mir. Also ich würde mal sagen, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du mir zum Team Girls folgen willst. Oder mir zum Team Boys. Bei 6 Fluter-Reportern ist es ja klar, die Hälfte Jungs, die andere Hälfte Mädchen. Hier könnt ihr euch die Bewerbungen von Philipp und CF anschauen. Also, wen hätten wir denn da? Da wären noch Lea und Luisa. Du hast die Wahl. Na? Das sieht ja echt schon gut aus. Aber weißt du was? Ich muss dir noch was erzählen. Ach komm, so spannend kann es nicht sein. Doch, es ist sogar ziemlich spannend. Und zwar bekommt unser Jungsteam noch eine Unterstützungskraft. Das ist dieser junge Mann hier, Damian, aka Bruder Raphael. Was? Der disst die Berlinale und wird dafür auch noch eingeladen? Na, den will ich kennenlernen. Den stecken wir locker weg. Aber jetzt lass mal eine Ankündigung machen, was in den nächsten Tagen so passieren wird. Tja, wenn wir das wüssten. Aber eins ist sicher, wir werden uns für euch so richtig ins Zeug legen. Wir werden euch mit den Highlights versorgen. Und bloggen, was das Zeug hält. Wir werden Filme sehen, bis unsere Augen brennen. Und Artikel schreiben, so lange, bis die Computer abstürzen. Wir werden auf Stars warten, bis unser Blut gefriert. Und sicherlich nicht ganz viel schlafen. So, die anderen warten schon, wir müssen los. Bis bald.